Ja, guten Abend, liebe Anwesende. Ich möchte Sie ganz herzlich zur Ausstellung Auf den Punkt der Gedo-Künstlerin Claudia Urlass und des Künstlerinnen-Duos Suana Schüler und Barbara Guti heute Abend sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße ebenso zur heutigen Vernissage Herrn Professor Hans Gerke, den langjährigen Direktor des Heidelberger Kunstvereins, den Heidelberg viele hochinteressante und außergewöhnliche Ausstellungen damals zu verdanken hatte und an die ich immer noch sehr gerne denke. Ich begrüße auch sehr herzlich Herrn Michael Sieber. Hallo Michael, wir sind sehr erfreut, dich hier zu sehen. Staatssekretär für Ministerium. Ja, man muss immer ganz... AD und AD. Und kommt dann am Schluss. Für Wissenschaft und Kunst AD, wollte ich sagen. Genau, also wir freuen uns sehr, dass du heute Abend gekommen bist. Dann möchte ich noch sehr gerne... die Gedo-Musikerin Martina Bracht vorstellen. Die ist jetzt noch nicht da. Sie wird nachher, wo bist du? Ah, hier. Vorhin saß sie die ganze Zeit da. Sie wird später mit ihren Klangschalen, wenn die Reden vorbei sind, auch wenn Herr Professor Gerke gesprochen hat, dann anfangen, Musik, also beziehungsweise Klänge, meditative Klänge erzeugen. Und während dieser Klänge können Sie dann in Ruhe und von der Musik inspiriert auch die ausgestellten Objekte dann betrachten. So wollen wir gerne vorgehen. Punkte, Linien und Kreise haben Sie vielleicht schon gesehen, gefüllt oder leer, präzise oder nur schemenhaft, sind das zentrale Thema dieser Ausstellungen Auf den Punkt. Und diesem Thema haben sich in unterschiedlicher Weise die hier ausstellenden Künstlerinnen gewidmet. Die beiden Künstlerinnen Barbara Guti und Suana Schüler hier beschäftigen sich außer ihrer therapeutischen Berufe mit Landart und Objektkunst. Sie verwenden für ihre Objekte ausschließlich Naturmaterial, wie Sie hier an diesem Kreis, dann später wird es sicher alles wunderbar erklärt werden, dann auch anschaulich sehen können. Wie sich dann dieses Material verwandelt und wie wir es dann wahrnehmen und was wir daraus für uns empfinden, wird uns sicherlich dann Herr Gerke dann noch näher erläutern. Darauf freuen wir uns natürlich auf die fachkundigen Äußerungen von Ihnen. Ja, 2020 wurden Barbara Guti und Suana Schüler in die Gedo aufgenommen. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Und im vergangenen Jahr wurde auch schon mal in der Galerie hier im Rahmen angedockt, eine Ausstellung mit Ihnen bestritten. Ja, und im Sommer haben Sie beiden Künstlerinnen im Hof des ehemaligen Autohaus VW Bernhard im Rahmen Local Art Ort eine beeindruckend großdimensionierte Landart-Installation geschaffen, für die Sie monatelang, habe ich mir sagen lassen, in unzähligen Stunden Baumstämme, Zweigen und andere Materialien in der Natur gesammelt und zu einer kreisförmigen Skulptur geformt haben. Also es war fantastisch, es war im Freien draußen und jeder, der das gesehen hat, musste einfach stehen bleiben und sich inspirieren lassen. Ja, auch bei ihren hier ausgestellten Objekten aus Naturmaterialien scheint die Kreisform zu dominieren. Sowie eine sehr zurückhaltende Farbigkeit, also meistens in Schwarz und Weiß oder auch in so Grautönen gehalten. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich immer räuspere, aber ich war lange Zeit erkältet. Beides verbindet sich mit der Kunst von Claudia Urlass. Das ist die Claudia jetzt? Ja. Ah, hier. Ja, sie steht hinter ihrer schönen Installation. Auch bei ihr ist der Kreis oder der Punkt als gefüllter Kreis die dominante Form. Auch sie verzichtet auf Farbe
und arbeitet ausschließlich in Schwarz und Weiß oder auch manchmal Graustufen. Also so verbindet sich das hier und deswegen haben ja auch die drei Künstlerinnen zusammen diese Ausstellung gestaltet. Auf den Punkt, mit diesem Wortspiel wird wohl angedeutet, dass es um ja, Hintergründiges oder vielleicht auch Tiefsinniges gehen könnte. Also vor allen Dingen, wenn wir immer sagen, auf den Punkt bringen, etwas auf den Punkt, etwas zusammenbringen, etwas, was noch nicht zusammen war. Ja? In der Kunst kann man sich sehr gut vorstellen, dass man mit ihren vielen Gedanken anfängt und irgendwann muss es mal auf den Punkt gebracht werden. Ein interessanter Ansatz, wie ich finde. Ja, und der Kreis, der spielt ja hier auch eine große Rolle, ist ja die vollkommenste Art der geometrischen Formen. Ohne Anfang und Ende. Gleichzeitig eben auch ein Symbol der Ruhe und Entschleunigung. Und wenn Sie bei den Klangschalen hingucken, sind das ja auch fast alles nur Kreise. Passt also gut zusammen. Ich bitte ich Herrn Professor Kerke um seine Laudatio. Ja, liebe Dorothea, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Du hast eigentlich schon fast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Aber ich sag's trotzdem. Ja, also meine sehr geehrten Damen und doch Herren sind auch da, ja. Liebe Künstlerinnen, der Titel, den Sie, die Künstlerinnen, nehme ich mal an, sich ausgedacht haben für diese Ausstellung, lädt zu allerlei Assoziationen ein. Es war ja schon die Rede davon ein bisschen. Etwas auf den Punkt bringen, das bedeutet bekanntlich etwas zu definieren, zu präzisieren, nicht darum herumzureden, sondern zur Sache zu kommen. Unwesentliches wegzulassen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Konzentrieren, das Zentrum. Konzentrieren, das bedeutet ein Zentrum zu finden, den Mittelpunkt eines Kreises etwa, den Punkt, von dem alles ausgeht oder zu dem alles hinführt, den Ort, an dem sich alles verdichtet, den ruhenden Pol, um den herum sich alles bewegt oder den ganz im Gegenteil nicht ruhenden Pol, der selbst Motor und Ausgangspunkt von Bewegung, Dynamik, Leben ist. Viele Bilder stehen uns bei solchen Überlegungen vor Augen. Erfahrungen aus den Bereichen der Physik, der Mathematik, der Geometrie, der Astronomie. Denken Sie an unseren gewaltigen Kosmos, der sich aus einem Punkt entwickelt hat und der wahrscheinlich auch wieder in einem Punkt enden wird. Das werden wir aber nicht mehr erleben. Mathematik, Geometrie, Astronomie, aber auch aus der organischen Welt, der Natur, der Anatomie, der Technik, der Architektur, denken Sie an Petersdom, Kuppelbauten und dergleichen. Aber auch anderen Gattungen der Kunst, bis hin zur Akrobatik, zum Tanz, zur Musik. Ja, das ausgerechnet ein Schlaginstrument wie der Gong mit seiner punktuellen Klangerzeugung heute diese Vernissage begleitet, das könnte nicht besser passen. Natürlich hören wir auch die Klangschalen, die sind auch rund und haben auch ein Zentrum, aus dem der Klang sich dann entwickelt. Aber ich hoffe, wir werden auch den Gong hören. Ja, natürlich. Ja, ich möchte jetzt ein paar Sätze aus dem Text vorlesen, von dem Sie auch schon einiges gehört haben, mit dem sich die drei hier ausstellenden Künstlerinnen für diese Ausstellung beworben haben. So schreibt das Künstlerinnen-Duo Barbara Guti und Suana Schüler, ich zitiere, Punkte, Linien und Kreise, gefüllt oder leer, präzise oder schemenhaft spielen bei der Auswahl unserer Arbeiten für diese Ausstellung eine zentrale Rolle. Für unsere Objektkunst- und Landart-Installationen verwenden wir ausschließlich Naturmaterial. Wir entheben es seiner üblichen Funktionalität und setzen den Akzent auf feinste Unterschiede in der Formgebung in veränderten Kontexten. Mit unserer Werkgruppe Verkohlt bringen wir das ausgewählte Naturmaterial in einen anderen Substanzzustand. Die ursprünglich bekannte Form und Farbigkeit wird durch den Transformationsprozess des Verkohlens reduziert auf eine Minimalform und gedecktes Schwarz. Zitat Ende. Ob Sie bei diesem Text auch an die
umgangssprachliche Nebenbedeutung des Wortes verkohlen gedacht haben, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich denke, ich verrate kein Betriebsgeheimnis, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich bei den in dieser Ausstellung verwendeten und durch das Verkohlen verfremdeten Naturmaterialien um Linsen handelt und dass die Anregung, damit künstlerisch umzugehen, auf ein versehentlich im Topf angebranntes Linsengericht zurückgeht. Die verkohlten Linsen, kleine schwarze Punkte, durch Bienenwachs auf dem Papier fixiert, werden dann zu verschiedenartigen, sehr ästhetisch anmutenden Kompositionen aus Kreisen und Kreissegmenten verarbeitet. Beide Künstlerinnen wurden 1961 geboren, Barbara Guti in Ulm, zu einer Schüler in Weil am Rhein. Nach Studien unter anderem in Mannheim bzw. in Heidelberg, in Frankreich und Spanien, nach Lehrtätigkeit in Bildhauerei und Landart, arbeiten sie seit 2002 als freiberufliches Künstlerinnen-Duo an gemeinsamen Projekten in Heidelberg und Frankreich und wahrscheinlich auch noch an anderen Orten der Welt. Wenn nicht, dann wird das sicher noch kommen nach dieser Ausstellung. Ja, Teamarbeit ist ja derzeit sehr en vogue, auch in der Kunst, die einen Blick auf die morgen zu Ende gehende Documenta erweist. In unserer Region wurde Barbara Guti und Suana Schüler vor allem bekannt durch die wunderbare Installation Aus dem Zentrum, eine große radförmige Skulptur, bestehend aus auf dem Rasen ausgelegten Stämmen und Zweigen, die in der Reihe der Installationen Kunst am grünen Hang 2018 auf dem Dielsberg ein Jahr lang im Wandel und Wechsel der Jahreszeiten zu sehen waren. Mir steht diese Arbeit sehr nahe, weil ich auch in der Jury war und auch in diesem Kuratorium bin, dass diese Veranstaltung des Landkreises zu verantworten hat. Und ich habe hier gesehen, dass da ein Katalog liegt, da können Sie sich einen Eindruck verschaffen von dieser wunderbaren Arbeit, wie sie zum Beispiel im Winter, wenn dann der Schnee gefallen war, ausgesehen hat. Es war sehr spannend, das über die Jahreszeiten hinweg zu beobachten, für die Künstlerinnen sicher wahrscheinlich auch. Ja, Punkte ganz anderer Art bestimmen die Arbeiten von Claudia Urlass, schwarze Klebepunkte auf Transparentpapieren, die sich in verschiedenen Schichten überlagern und so im minimalistischen Bereich eine latent räumliche Struktur entwickeln, die in einer weiteren Werkgruppe in den realen Raum ausgreift. Hier sind die Klebepunkte durch schwarze Holzperlen ersetzt, die auf Baumwollfäden aufgefädelt sind und so die Künstlerin, Zitat, zu einer Art Perlenvorhang zusammengeführt werden. Es gibt auch Arbeiten, und ich glaube, das sind hier jetzt keine dabei, die durch Motoren bewegt werden. Und durch Motoren bewegen sich dann diese Objekte und verändern immer wieder ihre Form, wie sich im Raum, so schreibt sie, bewegende Zeichnungen, im Raum sich bewegende Zeichnungen. Gemeinsam ist beiden Werkgruppen von Claudia Urlass aber nicht nur das Motiv des Kreises und des Kreisens oder des Punktes, sondern die strenge Gesetzmäßigkeit der Fibonacci-Zahlenreihe. Ich nehme an, dass diese Zahlenfolge Ihnen ein Begriff ist. Sie entsteht, wenn zu jeder Zahl unseres Zählsystems, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, beginnend mit 0, die jeweils vorausgegangene hinzuaddiert wird, also zum Beispiel 0 plus 1 ist 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Die Logik und Dynamik dieser Reihe wurde von dem ungefähr zwischen 1180 und 1202 lebenden Mathematiker Leonardo Fibonacci entdeckt, einer der frühesten überhaupt historisch greifbaren wirklichen Wissenschaftler. Sie wurde entdeckt bzw. entwickelt und das Wichtige und Faszinierende an ihr ist, dass sich die entsprechenden Zahlenverhältnisse weitgehend mit den ästhetischen Regeln des sogenannten goldenen Schnitts decken und auch mit zahlreichen Vorgängen in der Natur. Das war auch der Ausgangspunkt für die Forschungen Fibonaccis. Er hat nämlich mit Hilfe dieser Reihe die Vermehrungsrate von Kaninchen ermittelt. Später fand man dann heraus, dass diese Gesetzmäßigkeiten bereits in der Antike den Griechen und Kindern bekannt waren.
also mit unserer europäischen Kultur, wir sind nicht die Ersten gewesen. Die Fibonacci-Reihe, mit deren Gesetzmäßigkeiten sich Claudia Urlas auf verschiedenste Weise in ihrer künstlerischen Arbeit intensiv beschäftigt, spielt also sowohl in der Kunst als auch in der Natur eine wichtige Rolle. Und dies ist nun auch eine doppelte Klammer dieser Ausstellung. Nicht nur die Verwendung von Punkten und deren formale und inhaltliche Bedeutung, das Rund, schafft so einen gemeinsamen Nenner für die Ausstellung, sondern auch der, wenngleich unterschiedliche, Bezug zur Natur, der in all diesen Arbeiten vorhanden ist. Dass dies in den beiden hier vorgestellten Positionen auf völlig verschiedenartige Weise bei durchaus verwandter Formensprache geschieht, das mag für das gelungene Konzept der Ausstellung sprechen. Denn ich denke, ganz generell, ist eigentlich die Voraussetzung für eine sinnvolle Gruppenausstellung, dass es Gemeinsamkeiten gibt, aber eben auch Verschiedenheiten. Und dass es nicht eine willkürliche additive Auswahl und Addition von Kunstwerken ist, die man da zu sehen bekommt, sondern dass es eben eine gelungene Balance gibt zwischen Ähnlichkeit und Verschiedenheit. Ich muss sagen, das hat mich an dieser Ausstellung ganz besonders imponiert, dass das gelungen ist und dass sie das auch untergebracht haben in diesen kleinen, relativ bescheidenen, aber doch gerade in dieser Bescheidenheit herausfordernden Räumen, mit denen sie, da darf ich jetzt mal ein Kompliment zurückgeben, hier jetzt für meine Begriffe sehr vorbildlich umgegangen sind. Und jetzt kann ich nur noch sagen, vielen Dank, Punkt. So. Vorsicht, Kunst. Nochmal. Thank you.